Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial, einem Charakterbau. Und wenn ihr das Ganze schon kennt, dann werdet ihr sicherlich auch sehen, dass das Layout wieder das gleiche ist wie beim letzten Mal. Ich habe nämlich tatsächlich schon einen Charakter gebaut. Wir sprechen über der Schatten des Dämonenfürsten. Ich habe auf der Spiel 2019 nochmal ein bisschen mit System Matters geredet und ich dachte mir einfach, ah, das Buch ist tatsächlich so sehr gut. Ich habe mir jetzt nochmal ein Abenteuer dazu geholt. Und ich wollte jetzt einfach nochmal einen Charakter gemeinsam mit euch bauen und den dann nicht nur bauen, sondern auch steigern, sonst ist das tatsächlich auch nichts Neues. Ich finde es einfach sehr interessant, wie sich ein Charakter dann entwickelt mit den ausgewürfelten Berufen. Wir haben auf der rechten Seite den Charakterbogen mit Stärke, Intelligenz, Gewandtheit, Willenskraft und den Lebenspunkten und wie man einen Orc erschafft. Das steht dann hier tatsächlich auf der Seite 21 im Buch. Die Startwerte der Attribute, da wird nichts ausgewürfelt, die werden einfach so eingetragen. Stärke 11, Gewandtheit 10, Intelligenz 9 und die Willenskraft 9. Wahrnehmung entspricht dem Wert Intelligenz plus 1, Verteidigung dem Wert der Gewandtheit und die Lebenspunkte meiner Stärke. Heilungsrate entspricht dem Viertel meiner Lebenspunkte und zwar abgerundet, was ein bisschen schade ist. Die ganzen Werte können hier so einfach eingetragen werden. Du sprichst die Gemeinsprache und die dunkle Sprache. Ja, wir können uns mal so ein bisschen was zu den Orks ansehen. Lange galten sie als perfekte Soldaten, doch jetzt haben sie die Ketten der Sklaverei abgeworfen und sich in den Krieg gegen die imperialen Meister erhoben, der das Imperium in Blut zu ertränken droht. Genau, wir hatten ja uns schon mal die Rezension angesehen, also nicht nur die Charaktererschaffung, sondern auch eine Rezension zu dem Grundregelwerk und ich glaube, wir haben auch schon über die Bücher gesprochen, zumindest über die Abenteuerwerke, auch das haben wir schon einmal gemacht. Der Ork-Häuptling, wenn ich ihn so nennen kann, hat ja den Kaiser oder den Imperator umgebracht und seitdem ist das ganze Reich so ein bisschen im Chaos, aber sie sind nicht durchgängig böse, sondern sie sind eher so Söldner. Kann natürlich auch sein, dass sie mal ein bisschen böser sind. Guck gerade mal nach. Furchterregend und kraftvoll. Orks überragen Menschen bei weitem. Ein dickes raues Haar, Körper bedeckt. Einige sind rasiert. Dann haben sie eine bedrohliche Erscheinung. Haut ist fleckig von Knochen weiß bis fast pechschwarz, mit Blasen und Narben übersät. So, dann haben wir noch zum Töten erschaffen. Dunkle Magier im Dienst des Imperiums erschufen die Orks aus gefangenen Jotun des eisigen Südens. Wir haben Sklavenaufstand. Nach Jahrhunderten der Sklaverei erhoben sich die Orks gegen ihre Meister. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, erwürgt der Ork-König Knecht den Imperator und bemächtigte sich des Thrones. Genau das. Gebräuchliche Namen: Bastard, Beißzange, Beulenfuß und so weiter. Ich glaube, ich nehme einfach mal den Charakternamen Hass. Finde ich, klingt ganz gut. Ork-Geselle der Stufe 4 sind wir aktuell noch nicht. Wir sind noch auf Stufe 0. Nicht auf Stufe 1, sondern auf Stufe 0. Wir gehen aber mal weiter. Alter bei Orks, 3W6. Da gehe ich gerade mal in meinen Fantasy Grounds Ordner und würfel mal 3W6. Dann haben wir eine 16. Du bist ein älterer Erwachsener im Alter von 27 bis 32 Jahren. Ja, nehmen wir haben eine 16 gewürfelt, das heißt, wir nehmen da das untere Ende und sagen, wir sind 27. Körperbau bei den Orks, auch das sind wieder 3 wie 6, 1, 2, 3, 8. Du bist dünn, alles klar. Ja, ist ein Riese unter den Orks, wäre die 18 gewesen. Klein und drahtig ist die 3. Wir sind irgendwo in der Mitte. Bei 3 wie 6 ist dann ja die durchschnittliche Erwartung eine 10,5 bzw. eine 11. Das wäre so die durchschnittliche Erwartung. Dementsprechend sind wir ein bisschen, ja, zu dünn. Aber immerhin sind wir nicht klein. Gut, Aussehen bei Orks. Auch das schauen wir uns einfach mal an. Ich finde das einfach ganz clever, dass man sich da keine Gedanken machen muss. Man kann natürlich auch auf die Tabellen verzichten, die ausgewürfelten, und einfach so sagen, man möchte einfach sowas aussuchen. Wir haben die 9 gewürfelt. Du bist hässlich. Haare ragen aus deinem breiten Kinn hervor und du hast eine fliehende Stirn, winzige Augen, die tief in deinem Schädel sitzen. Wir gehen auf die nächste Seite und zwar die Hintergründe für die Orks. Das sind jetzt nur die Hintergründe, aber noch nicht die Berufe, die kommen dann später. Wir würfeln einfach mal einen W20. Die 18. Du hast einen Krieger getötet und sein Schwert an dich genommen. Ausgezeichnet. Persönlichkeit der Orks 3W6. Auch das werden wir einfach mal ausprobieren. Vielleicht verdichtet sich das Ganze ja noch. Die 7. Du kümmerst dich nur um deine Bedürfnisse, nimmst dir und tust, was du willst. Ausgezeichnet, dann haben wir die letzte Seite 23 für die Orks und wir springen weiter auf die nächste Seite mit den Berufen. Schauen wir mal, was wir beruflich machen.
Gut, Startberufe auch. Das können wir auf der Seite 32 erkennen. Das haben wir schon gesehen. Startberufe, wir haben zwei Stück und zwar aus den Berufsarten. Da brauchen wir auch wieder einen in W6. Und weil es zwei Berufe sind, werde ich gleich zwei W6 würfeln und die dann einzeln voneinander interpretieren. Die 2 und die 3. Schauen wir mal nach, was das ist. Wir haben einen allgemeinen Beruf, einem Gewerbe oder einem Handwerk, dem wir nachgehen. Welches ist bestimmt ein Wurf mit dem W20? Allgemeine Berufe. Und wir sind kriminell. Du gehst einer ungesetzlichen Tätigkeit nach. Das heißt, erst kam der allgemeine Beruf und dann die kriminelle Laufbahn. Vielleicht können wir das ja auch so ein bisschen damit verknüpfen, dass wir einen Krieger getötet haben und sein Schwert erbeutet haben. Das würde dann einfach der kriminelle Wurf dann bestimmen. Das ist dann W20 auf der kriminellen Berufetabelle. So, wir fangen mal an mit den allgemeinen auf der nächsten Seite. Wieder ein W20. Und wir haben die 17 wieder gewürfelt. Ein Seemann, okay, das ist auch interessant. Wir haben eine Seemannsausbildung. Hat wahrscheinlich das Geld dann nicht gereicht oder die Fische sind zurückgegangen. Angler waren wir ja nicht, aber irgendwie die Seefahrt. Vielleicht sind wir dann noch Pirat geworden. Kriminelle Berufe W20. Die 7. Der Hehler, alles klar. Dann sind wir auf definitiv als Seemann haben wir angefangen, haben uns dann sicherlich irgendwie mit Piraten oder sowas ja, angebandelt, haben da dann vielleicht im Krieg auf einem Schiff haben wir dann einen der Krieger, vielleicht den Kapitän von einem anderen Schiff dann getötet. Vielleicht haben wir sogar den Piratenfürsten getötet oder sowas. Aber auf alle Fälle haben wir dann danach als Hehler die Waren vertickt. So ist das zumindest in meinem Kopf dann jetzt hier gerade. So könnte sich dann der Charakterbogen bzw. der Org entwickeln. Wir haben also zwei Berufe, allgemein und kriminell. Und schauen mal, was wir so an Inventar haben. So, wir müssen jetzt unser Vermögen auswürfeln und zwar mit 3W6. Schauen wir mal, wie erfolgreich wir als Heder, als Seefahrer sind oder nicht sind. 11, das ist auf alle Fälle schon mal Durchschnitt. Anständig, du verdienst genug, um all deine Ausgaben zu decken. Ja, alles klar. Das heißt, wir haben irgendwie so eine kleine Baracke nah am Hafen. Die Piraten wissen, dass wir da zu finden sind und werden dementsprechend dann auch bei uns ansteuern. Irgendwelche Tuche oder Lederwaren mit Brandzeichen, die dann über uns weggegeben werden. Sehr gut. Wir können hier auch nochmal gerade lesen. Du besitzt einen Dolch, einen Stock, einen Knüppel oder eine Schleuder mit 20 Steinen. Einfache Kleidung, einen Rucksack. Einen Wasserschlauch, Ration für eine Woche, eine Zunderdose, zwei Fackeln und eine Börse mit 1W6 Kupferpfennigen. Dann gehen wir auf die nächste Tabelle. Ihr seht schon, dass das relativ schnell geht, wenn man sich hier so durcharbeitet. Wir gucken einfach mal nach den interessanten Details, die wir haben, die wir besitzen. Und zwar müssen wir mit einem W6 auf der Liste schauen, welche der interessanten Details sind, welche der interessanten Tabellen wir benutzen dürfen. Die 2 und dann würfel ich gleich einen W20 hinterher. Das heißt, wir sind in Tabelle 2 und haben da einen W20 gewürfelt mit der 4. Ein Erinnerungsstück eines Bewunderers oder Verliebten. Okay, eines Bewunderers oder eines Verliebten. Vielleicht ja sogar sowas wie eine Meerjungfrau. Das könnte mir zumindest gerade in den Sinn kommen. Vielleicht eine missglückte Liebe hat man natürlich irgendwie versucht als Seefahrer, wenn ich dann irgendwie mal mit dem Schiff untergegangen bin. Vielleicht ist das dann auch der Grund, warum ich nicht mehr Seefahrer bin. Ja, dass ich irgendwie untergegangen bin nach Piratenbeschuss, oder irgendwie anderem Beschuss im Krieg. Und ich dann von einer Meerjungfrau gerettet worden bin, könnte man sich also überlegen, hat man natürlich irgendwie miteinander geredet, hat sich ineinander verliebt, weil man dann ja, einen aus der Not gerettet hat, auch wenn es ein hässlicher, stinkender, dünner Ork ist. Aber vielleicht hat sie uns eine kleine Perle oder sowas mitgegeben. Es muss nicht viel wert sein, aber sie erinnert uns auf alle Fälle an diese Meerjungfrau. Ausgezeichnet. Gut, dann schauen wir nochmal nach den Persönlichkeitsmerkmalen. Auch das wollen wir nochmal machen und zwar einen W20 für positive und negative Merkmale. Ich werde gleich wieder zwei würfeln. Dann haben wir das beides hinter uns, die 16 und die 9. Wir sind idealistisch und wir sind unausstehlich und zwar nicht im positiven, sondern im negativen Sinn. Also, ja, vielleicht ein bisschen arrogant, unausstehlich. Ich meine, arrogant ist hier auch, aber gut. Dann wissen auf alle Fälle,
wie wir unseren Charakter spielen könnten. Das ist wie gesagt alles nur Hilfen, damit man dann diesen Charakter innerhalb von wenigen Augenblicken am Würfel, am Spieltisch dann benutzen kann und in die Kampagne einbinden mag. Gut, dann hatte ich gesagt, wir wollen einen Stufenaufstieg einmal probieren. Und zwar nicht nur von Stufe 0 nach 1, sondern wir gehen tatsächlich gleich bis Stufe 3 hoch. Das heißt, wir müssen hier nach und nach in Kapitel 3 uns ja, auseinandersetzen mit den Lehrlingspfaden und dann mit dem Gesellenpfad. Schauen wir einfach mal, wie die Möglichkeiten dafür uns sind. Kapitel 3, Lehrlingspfad. Ja, wir haben eine Lehrlingsausbildung und das ist dann tatsächlich was, was man sich dann aktiv aussuchen kann oder eben was dann zu dem Charakter passt. Je nachdem, wie die Kampagne verlief und was man dann eben so in dem ersten Abenteuer alles erlebt hat. Man kann dann aber eben auch sich auf der nächsten Seite einen der Pfade besehen. Krieger, Priester, Schurke oder Zauberkundiger. Ich würde sagen, aufgrund unserer ersten Berufsausbildung mit dem kriminellen Pfad, mit dem Piratenhehler, werden wir den Schurken wählen. Der Pfad der Schurken ist ein Pfad für all diejenigen, die gerissen und schnell sind. Schurken sind hinterlistig, so nutzen Taktiken, um ihre Ziele zu erreichen. Sie sind Schwindler, Ganoven, Abenteurer und Taugenichtse, die über ein Arsenal von Kniffen verfügen. Ja, wir haben auch schon gesagt, wir sind ein sehr dünner Ork und ja, vielleicht nicht unbedingt klein, aber zumindest dünn können wir uns also dann mit unserer Körperstatur gegen andere Orks nicht ganz so sehr durchsetzen. Und auch wenn wir jetzt mit einer Gruppe von anderen Helden umherziehen oder mit Abenteurern, dann werden wir trotzdem den schurkischen Pfad wählen. Also ein Ork-Schurke, etwas ganz Ungewöhnliches, aber ist mal was anderes. So, dann haben wir hier auf dieser Seite die Ausbildung der Schurken, ganz oben. Und wir gucken mal, was uns der W6 so mitgibt. Auch das ist wieder ein Zufallswo. Du hast dich einer Diebes- oder Meuchelmördergilde angeschlossen und deine Künste von den Gildenmeistern erlernt. Okay. Das heißt, wir waren am Hafen, haben da vielleicht dann das Aufsehen erregt von, ja, ich hatte eben überlegt, die Diebe und Hehler, das macht natürlich Sinn, aber wir sind natürlich auch ein Ork, da könnte man auch mit Meuchelmord, ach, ich glaube, es ist eher die Diebesgilde. Das heißt, wir haben mit unserem Hehlerladen, haben wir auch nicht nur dann von Übersee die Sachen vertickt, sondern eben auch das, was aus der Stadt direkt kam, haben dann die Leute lieber bei mir am Hafen gelassen. Finde ich eine gute Idee. Machen wir so. Dann ist das mein Schurke der Stufe 1. Und wir erhöhen zwei Attribute um 1. Das können wir uns jetzt aussuchen. Das werde ich einfach mal machen. Das heißt, da steigt dann unsere Gewandtheit. Das macht auf alle Fälle Sinn und vielleicht auch unsere Willenskraft. Denn wir sind, wie gesagt, Schurke. Unsere Lebenspunkte steigen um 3 Punkte. Du lernst entweder eine weitere Sprache oder du wählst einen allgemeinen Beruf, kriminellen Beruf oder Wildnisberuf. Dann werden wir einfach gleich mal nach der flinken Holung und nach der Trickserei werden wir mal wieder blättern in den kriminellen Berufen. Und das können wir tatsächlich wählen. Dann, bevor ich das mache, wir notieren uns gerade schon mal den Schurken der Stufe 2, denn wir steigen dann auf, wenn wir Stufe 1 sind, auch gleich auf die Stufe 2, können unsere Lebenspunkte also nochmal um 3 Punkte erhöhen. Und einmal pro Runde kannst du einen beliebigen späteren Zeitpunkt bis zum Ende der Runde einen weiteren Zug ausführen, wenn das Gesamtergebnis deines Angriffes 20 oder höher ist. Dafür müssten wir dann kämpfen. Aber wähle ein Schurkentalent aus den unten beschriebenen aus. Die Schurkentalente. Da werden wir auf Magie verzichten. Plänkler wäre natürlich auch eine listige Idee. Drohungen. Ja, ich glaube, wir nehmen die Drohung als Ork, macht das Sinn. Wir können auch den hinterhältigen Angriff nehmen, aber wir sind kein, ja, kein Gestaltwandler oder kein Uhrwerk. Dementsprechend, ich sag mal, wir sind Droher. Du kannst eine Aktion oder eine Reaktion nutzen, um einen Intelligenzangriff gegen die Willenskraft eines Zielwesens in naher Reichweite durchzuführen. Jo, das macht auf alle Fälle Sinn, dass wir dann knurren und dann unsere kriminellen Energien dafür benutzen, jemandem zu drohen. Wir gehen gleich wieder zurück auf die Gesellenausbildung, aber nicht Gesellenschurke der Stufe 5, sondern Geselle der Stufe 1. Vorher wählen wir allerdings noch einen weiteren kriminellen Beruf. Wir springen also wieder zurück. Ja, das ist die Liste. Wir hatten ja schon den Hehler und ich würde jetzt zusätzlich nochmal die 14 nehmen und sagen, dass wir Schurke der Stufe 1 sind. Pirat, die 14, die nehmen wir mit dazu. Dann haben wir es ganz offiziell verbrieft und zwar den Seemann kombiniert mit dem Hehler werden wir zu einem Piraten der Stufe 1.
Dann wechseln wir in die Stufe 3. Wir nehmen einfach mal an, wir haben ein weiteres Abenteuer gespielt und sind jetzt auf Charakterstufe 3 und dürfen jetzt unseren ersten Gesellenberuf auswählen. Gut, Gesellen dürfen sich auf alle Fälle jetzt ein Charakterziel aussuchen und das machen wir mit einem W20. Ich möchte jemanden irgendwas, kann man sich auch aussuchen, aber wie immer werden wir das auswürfeln. Es soll ja schnell gehen. Und zwar ist das die 10. Ich möchte meinen Namen von einem Verbrechen reinwaschen, das ich begangen haben mag oder nicht. Ich bin natürlich sehr, sehr stolz auf das, was ich tue. Aber wenn ich das Verbrechen tatsächlich nicht begangen habe und das mir einfach nur in die Schuhe geschoben wird, kratzt das natürlich an meiner Piratenehre. So, dann dürfen wir uns einen der Pfade aussuchen. Und zwar sind das der Pfad des Glaubens, der Pfad des Krieges, der Pfad der Macht oder der Trickserei. Auch da könnte man jetzt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten machen. Man kann jetzt beispielsweise trotz dessen, dass ich ein Pirat bin, könnte man den Pfad des Glaubens wählen und dann sagen, ich möchte Druide werden oder so etwas. Aber ich werde tatsächlich dann auch bei meinem Charakterkonzept bleiben, was mir hier ausgewürfelt worden ist. Da könnte ich jetzt auch sowas wie Krieger und Berserker werden oder Kämpfer oder aber ich bleibe einfach in der Trickserei. Wir werden uns allerdings jetzt nicht mehr zum Dieb weiterentwickeln, sondern ich mache einfach mal einen auf Schwarzkünstler oder Meuchler. Ich werde den Meuchler nehmen. Ich glaube, ich werde den Meuchler nehmen. Meuchler studieren die Kunst des Mordens und schlagen dann zu, wenn es ihre Opfer am wenigsten erwarten. Das heißt, wir schauen mal nach, was uns das bringt. So, der Lebensweg des Meuchlers. Vorher hatten wir noch den Magier und dahinter können wir uns dann später noch den Meuchler der Stufe 3 auswählen. All das würde dann passieren, wenn wir weitere Stufen aufsteigen, aber ich mache jetzt aktuell nur bis zum Grad 3, bis zum Heldengrad 3 und dann eben bis zum Meuchler der Stufe 1. Ich würfel einen W6. Und würfle die 3. Deine mörderischen Talente rühren daher, dass du einfach nicht bereit bist, fair zu kämpfen. Du willst um jeden Preis Erfolg haben, selbst wenn das bedeutet, dass du aus den Schatten zuschlagen oder einen Becher mit Gift besudeln musst. Okay. Dann Attribut erhöhe 2 Talente oder Attribute um 1. Da werde ich dieses Mal nochmal die Gewandtheit nehmen und einen Punkt Intelligenz. Ja, genau, ich glaube, das ist gut. Stärke ist zwar für einen Ork ganz okay, ganz wichtig. Aber wenn wir das noch nicht weitermachen können, dann werden wir bei ja, Gewandtheit. Gewandtheit ist wichtig, wenn wir Meuchler sind. Dann Eigenschaft. Wahrnehmung steigt um einen weiteren Punkt. Lebenspunkte plus 3. Sprachen und Berufe. Ich kann entweder eine zusätzliche Sprache sprechen oder ich wähle einen allgemeinen oder kriminellen Beruf. Ausgezeichnet werden wir tun. Dann bekommen wir das Meucheln. Wenn ein Wesen, das überrascht oder von dem du versteckt bist, Schaden durch einen Angriff erleidet, dann musst du eine Stärkeprobe durchführen. Auch das werden wir tun. Wir werden zusätzlich Verkleidungsexperte und bekommen schnelle Reflexe. Gut. Dann werde ich jetzt einen weiteren kriminellen Beruf erlernen und wir schauen dazu wieder zurück in die Tabelle. Ja, ich finde tatsächlich mit einem Blick auf diese Berufetabelle finde ich ganz interessant, der Mörder, die 12, wäre sehr naheliegend. Ich werde allerdings tatsächlich jetzt mal in den Schatten versinken und wähle die Nummer 6, den Kultist. Das heißt, ich werde mir als kriminellen Beruf den dritten wählen, nach dem Hehler und dem Piraten folgt der Kultist. Und schon haben wir eine Geschichte, die sich dann so nach und nach im Kopf entspinnt und mit dem man dann arbeiten kann, um einen echt interessanten Charakter zu bauen, der dann sich sehr, sehr von den vielen anderen Möglichkeiten unterscheidet. Gut, ich hoffe, euch hat dieses zweite Video gefallen. War, wie gesagt, jetzt nochmal was anderes. Wir hatten ja schon einmal einen Menschen, jetzt ist es ein Ork geworden. Wenn ihr nochmal Interesse daran habt, dass wir eine Charakterschaffung durchgehen, zu egal welchem System, können wir das natürlich noch einmal tun. Schreibt mir einfach mal rein, wozu ihr eine Charaktererschaffung sehen wollt. Dann können wir das einfach mal gemeinsam machen, gehen dann die PDFs durch, können uns dann durchwürfeln oder eben auch generieren mit Generierungspunkten. Und damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns damit beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao.